Hallo und herzlich willkommen zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Wir haben uns für dieses Let's Play ein bisschen was anderes ausgedacht. Und zwar haben wir uns im Multiplayer zusammengefunden und machen das Ganze als eine Art Militärrollenspiel, wobei der Fokus jetzt nicht so arg auf das Militärische liegt, sondern mehr auf das Roleplay. Einfach um das Ganze auch für uns selbst ein bisschen interessanter zu gestalten. Aus diesem Grund haben wir zum Beispiel die Schwierigkeitsstufe von vornherein auf extrem gestellt und noch am HUD ein wenig etwas herumgemacht, damit wir nicht sehen, wo unsere Kumpanen sich gerade befinden, um das Ganze halt, wie gesagt, ein bisschen schwieriger und realistischer zu gestalten. Den ersten Teil der ersten Mission, den könnt ihr beim Chakal sehen. Oben rechts jetzt einfach klicken oder am besten am Ende des Videos, dann kommt ihr zu seinem Kanal und könnt euch das dort auch gerne nochmal anschauen. Ansonsten schaut trotzdem bei ihm einfach mal vorbei. Ihr seht mich jetzt gerade, wie ich auf dem Weg zu unserem sozusagen Treffpunkt bin. Gleich wird mich der Chakal abholen. Er hat den Codenamen Ghost Leader, weil er der Truppenführer ist. Ich selber habe den Codenamen Black Echo. Später wird höchstwahrscheinlich noch ein dritter Mann hinzustoßen. Wann das allerdings sein wird, wollen wir euch noch gar nicht verraten. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Video. Lasst einen Daumen da oder Kommentare, ob es euch gefallen hat, ob es euch nicht gefallen hat. Ghost Lead an Black Echo, bitte kommen. Black Echo hört. Alles klar, grüß dich Black Echo. Also ja, ich habe die Information von dem Narco-Lieutenant jetzt rausbekommen. Ich weiß, wo wir Amaru finden. Ausgezeichnet. Mal ganz kurz eine fahrbaren Untersatz schnappen und dann los. Alles damit klar. Ich unterwegs auf, hast du dich am vereinbarten Treffpunkt? Ich bin hier. Es wäre nett, wenn du dich beeilen könntest. Es fängt gerade an mit Regnen. Kein Problem, Black Echo Ghost Lead ist unterwegs. Wo befindet sich das Ziel? Laut Informationen auf einer Atollio Farm. Denke ich mal, wird schwer bewacht werden von Sicarios oder Narco. Das Kartell hat einen Rebellenführer namens Amaru. Kartellmitgliedern. Ich habe die Farm zufällig genau im Blick. Oh. Bewaffnung ist bisher unbekannt. Habe dich im Blick. Klar. Dann warte ich hier kurz auf dich. Hier kam vorne ein Verrückter vorbei und ist hier mit diesem Auto durch die Büsche gefahren und ist dann hier stehen geblieben, ist ausgestiegen und weggerannt. Also das war sehr komisch. Hallo. Hi. Verbindung zum Kartell? Negativ. Wahrscheinlich bloß betrunken. Der Lava-Schnaps hier in der Gegend soll sehr gut sein. Dann würde ich sagen, gönnen wir uns doch nach unserem Einsatz auch mal ein Stückchen. Da bin ich auf jeden Fall dafür. Oh Gott, wir hätten uns kein besseres Wetter raussuchen können als starker Regen und Gewitter. Gibt es was Schlimmeres als das? Schlechtes Wetter, Gewitter und ein toter Ghost. Das ist das Einzige, was, glaube ich, schlimmer sein könnte. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, einen Schluck Lama-Schnaps auf unsere toten Kameraden zu trinken. Nein, das war... Versuchen wir die Sache hier so nice and easy über die Bühne zu kriegen, wie wir es noch können. So wie früher in unseren alten Einsätzen. Oh. Definitiv. Ich bleibe mal kurz hier stehen. Schickes Auto davon. Okay, hast du vielleicht schon aus dem Einsatzbericht irgendwie entnehmen können, wie wir hier vorgehen können? Nein, leider ist mir alles definitiv unbekannt. Okay. Sagen wir fahren erstmal. Genau. Okay. Interessantes Plätzchen.
Okay, dann wollen wir mal aussteigen und gucken, was wir da tun können. Ich mache mal eine Drohne. Okay. Ja, die Leute scheinen Regen nicht so zu mögen. Hier laufen relativ wenig Leute draußen rum. Okay, ich verschaffe mir mal mit einem Blick über die ganze Situation. Positiv. Oh, das sind eine ganze Menge Ziele. Das war ein heißer Fisch, den wir da am Haken haben. Okay, ich habe auf 12 Uhr einen Narko stehen. Ich bin mir noch unsicher, ob ich den ausschalte oder nicht. Zielposition. Alles klar. Ich gehe dort links zum Silo. Okay. Ich wechsle mit die Position. Findet sich ein Narko im Haus bei dem Ziel. Eins kommt hier vorne rechts um die Ecke. Ja. Oh, einer ist direkt vor dem Haus. Schwierig. Wir können es leise machen, wir können es aber auch brutal machen. Warte kurz. Das erledigt, sie sind alarmiert. Okay. Position dürfte aber eigentlich nicht verraten sein. Ruhig verhalten, Black Echo. Zwei Narcos auf 11 Uhr, einer auf 1 Uhr. Aber den im Ziel. Oh shit. Okay, Position ist aufgedeckt. Ja, bleibt uns wohl nichts anderes ruhig als heute den Tag mit dem Feuergefecht zu gewinnen. Tango down. Dankeschön. Hab Scharfschützen wieder ausgewählt. Direkt bei mir auf 12 Uhr stehen zwei Narcos, einer kommt links auf 10. Ich sehe ihn. Ja, genau, den habe ich gesehen. Oh, Scheiße. Drücke vor. Sperrfeuer. Dankeschön. Perfekt. Erledigt. Sicheren Helikopter. Beziehungsweise kommt noch für die Rebellen unsere Nachschublieferung. Der Herr möchte offensichtlich nicht mit mir reden. Er zeigt mir die Hand, aber er mag mich nicht. Er möchte offensichtlich mit dem Ghost Leader reden. Ghost Lead hat keine Zeit, Ghost Lead muss fliegen. Oh. Okay, ich bin drin. Er hat es sich anders überlegt. Er hat es sich überlegt. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Sprechen Sie Deutsch oder sprechen Sie Spanisch? Großteil der Bevölkerung, ich glaube 80% spricht Spanisch. Und meine letzten Flugstunden sind schon eine Weile her. Du schaffst das schon, Ghost Leader. Ich vertraue auf Ihren Mighty Skill of Epicness. Jetzt mal nicht übertreiben und die Kirche im Dorf lassen. Apropos Kirche, ich sehe da unten eine Kirche. Da unten befindet sich unser Hauptquartier.
positiv. Ich glaube, Agentin Bowman. Treffpunkt. Jedenfalls die Information, die ich vom HQ bekommen habe. Vogel nur ganz kurz landen. Okay. Dann raus hier. Dann wollen wir mal den Kollegen abliefern. Landeplatz ist soweit sicher. Ja, so kann der Tag beginnen. Ja, so kann der Tag beginnen. Wir haben geilstes Wetter sozusagen. Ghostlead? Ja. Ich empfehle, einen trockenen Platz einzunehmen. Aber gerade so. Die Einsatzleitung hat uns dort ein Scharfschützengewehr hinterlassen. Bereits eingesammelt, ja. Wunderbar zu meinen Stiefeln. Ausgezeichnet. So, was steht denn als nächstes an? Das wird es ja nicht gewesen sein, hier in Bolivien. El Sueno ist noch sehr weit von uns weg, oder wie ich ihn wahrscheinlich nennen werde, El Schwengel. Du und deine versauten Gedanken. Ich würde noch den Lieutenant der Rebellen einen kurzen Besuch abstatten. Damit für den Tag. Ich glaube, wir hatten genug Action für den ersten Arbeitstag. Oh je, Mini, ja. Der Schnaps wartet auf uns. Markierst du das Ziel? Ist bereits erledigt. HQ hat die Koordinaten durchgegeben. Wir können losgehen, Black Echo. Okay. Das ist interessant. Ich weiß nicht, welchen Knopf ich gerade drücken muss, um die Mission mit anzunehmen. Welche Mission wäre das? Die Story-Mission? Keine Mission. Nur ein Ort. Okay, nur ein Ort. Wenn es dir lieber ist, kann ich auch fahren, also so ist es nicht. Ich weiß gerade nicht, welche... Ach, fuck off, ich bin eh nicht so gut im Fahren. Wir machen es uns ganz einfach. Super Wetter zum Motorradfahren. Moped? Haben wir ein zweites Motorrad? Tatsächlich. Okay, Ghostlead, ich vertraue auf unser beider motoradisches Motorradkönnen. Pardon. Ich hab extra mein Offiziersmotorrad ausgepackt. Okay. Ah, ich sehe das Ziel. Das GPS. Es hat halt ein paar Probleme hier bei dem Wetter, verständlicherweise. Wow. Genauso wie ich mit meiner Steuerung von dem Motorrad. Okay, ich liege. Ich glaube, mein Motorrad macht es richtig. Okay, der Krankenwagen kommt. Sanitäter. Einmal wiederbeleben zum Mitnehmen. Das ist wirklich sehr interessant, wie wir das eingestellt haben. Dann sieht man halt auch nicht, welche Knöpfe man drücken muss. Du wirst dich dran gewöhnen. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass das Motorrad, was ich hier gerade abgegriffen habe, im Handling ein bisschen störrischer ist als die üblichen. Ich beziehe Position hinter dem gelben Haus. Oh, nein, ich beziehe doch keine Position hinter dem gelben Haus, glaube ich. Wir sollten erstmal hier abchecken, was abgeht. Setze Drohne ein. Hier soll gerade jemand exekutiert werden, wie es aussieht. Das gilt es natürlich zu verhindern. Okay, ich habe eigentlich keine Information von Ghostbeat bekommen, von Ghostbeat vom HQ bekommen, dass hier Sicarios in der Nähe sein sollen. Die sind ja euch offensichtlich im ganzen Land verstreut. Im Moment bin ich noch unentdeckt. Warte noch ein bisschen weiter ausschau. Es sind bisher bloß zwei. Ja, weil die Lage im Auge, ich schalte die zwei aus, bevor sie den
Rebellenanführer ausschalten. Okay, ausgezeichnet. Es war ein einfacher ziviler Bürger, aber ich glaube, er ist dankbar dafür. Später mit Sicherheit. Okay, ich gehe kurz zum Rebellenleutnant. Markiert. Schiss nach rechts. Okay. Ich habe die Informationen, die wir für den nächsten Einsatz brauchen. Ausgezeichnet. Oh. Nachschubkiste ist markiert. Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollend von den Rebellen verdienen. Auch munitionieren. Ich bin noch komplett voll. Dann würde ich sagen, gebe ich erstmal Meldung ans HQ, dass wir vorerst Feierabend machen.